So, da sind wir wieder und nun kommen wir auch zum letzten Block. Wir wollen natürlich auch wieder das Aktuelle, das Sportliche, natürlich nicht aus dem Augen verlieren. Dementsprechend reden wir über das nächste Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, wo wir wahrscheinlich wie immer chancenlos sind. Oder, Christian, wie schalten wir einen Gomez aus? Mit welcher Taktik? Ach, haben wir vielleicht doch noch eine Möglichkeit? Ach, Gomez ausschalten, wir haben eine starke Innenverteidigung. Wir haben davor Tretti und ich denke, dass Boateng wieder spielt. Wir müssen einfach nach vorne was tun, das ist ganz klar. Sonst hinten nee. Einstellen haben wir gesehen. Mit wem? Ja, mit meinem Freund Vucic, der seit letzter Woche mein Freund ist. Ich würde die Aufstellung nicht verändern, ich würde genauso wieder reingehen. Wir haben alle gesehen, dass diese sogenannte Tannenbaum-Taktik oder manche sagen auch 4-1-4-1 nicht das Modell ist, was zu dieser Mannschaft passt. Das war gegen Leverkusen wenig erfolgreich und es war in Cottbus wenig erfolgreich. Wir haben zwar gewonnen, aber nicht aufgrund dieses Tannenbaums, definitiv nicht, sondern aufgrund der Schwäche des deutschen Gegners. Ja, aber der Cottbus. Ich wette mit dir, dass sich der FC auch gegen Stuttgart hinten reinstellen wird. Wenn du kennst Christoph Daum besser, wie ich das schon raushöre, dann ist es, ich werde nach meiner Meinung gefragt und ich sage, der FC sollte das etwas offensiver angehen. Wir haben das gegen Leverkusen gesehen. Etwas mehr Offensive und das Spiel war ja in Dortmund für mich nicht ganz so schlecht. Wir haben schon ein paar gute Ansätze gesehen und ich werde mit ein bisschen mehr Mut nach vorne spielen, denn hinten reinstellen, irgendwann macht jemand einen Fehler. Entweder Brezko oder wieder. Der hat jetzt schon dreimal so einen schönen individuellen Fehler gemacht. Irgendjemand macht den Fehler und ein Spiel bringt immer irgendwelche individuellen Fehler. Von daher, Angriff ist die beste Verteidigung und ich zahle auch ins Rasenschwein. Wir werden demnächst so einen Spanlappen nehmen, okay. Wo wir dann so praktisch dann einen FC-Lappen. Aber das kommt dann nächstes Mal. Till, du bist auch der Mann, ja. Du musst gerade weghauen. Nee, das war so. Glaube ich nicht. Ich glaube nur, wir sollten uns einfach nochmal bewusst machen, wir haben 9 Punkte Vorsprung und da kann man auf Gladbach. Entschuldigung, ne? Aber auf Gladbach ja, ist auf das und ich glaube auch, da sollten wir einfach mal Mut zeigen und sagen, mein Gott, das sind noch 9 Punkte. Wir haben Schalke wirklich zu Hause geschlagen, weil wir davon überzeugt waren, dass das, was sie schlagen wollten und nicht hinten reinstellen und auf gut Glück hoffen. Ich sage jetzt nicht mit wehenden Fahnen nach vorne und wir überrennen jetzt Stuttgart, das nun nicht. Oder damit würden wir sie ja überraschen, glaube ich. Ja, gut. Aber ich glaube, oder hoffe einfach, dass sie doch die Stuttgarter auch wieder ein bisschen arrogante hinreisen. Die nehmen wir jetzt mal hier mit und dann die gucken nach oben und ich glaube, das sollten wir einfach nutzen. Das passiert ja auch nicht. Der FC spielt ja gegen seinen Lieblingsgegner. Genau. Gegen keine andere Mannschaft im bezahlten Profifußball in der ersten Liga hat der FC so eine gute Bilanz wie gegen den VfB Stuttgart. Die letzten 11 Spiele haben sie alle nicht verloren. 5 oder 6 Siege, glaube ich sogar. Also, naja. Das kommt also unser Lieblingsgegner wunderbar. War nicht ganz ernst gemeint, du weißt es, aber trotzdem die Bilanz ist. Also, auch im Hinspiel haben sie ja in Stuttgart überzeugt. Vielleicht liegt ihm diese Mannschaft sogar, dass sie halt auch ein bisschen mehr mitspielen. Der Lehmann soll noch was über die Nationalmannschaft quatschen. Die sind alle irgendwo da ganz woanders. Und dann mal ein ganz schönes Zweiten. Ist das die Chance für den FC, dass man vielleicht jetzt auch wieder unterschätzt wird, mit dem Motto, die kriegen eh offensiv nichts auf die Reihe? Siehst du das auch so? Genau so war es ja in der Hinrunde. Dass wir gar nicht so chancenlos sind, vielleicht. Ja. In der Hinrunde haben wir gegen Dortmund zu Hause sang- und klanglos verloren, wie der Till eben sagte. Wir haben kaum den Ball gesehen. In Leverkusen, okay, da braucht man nicht drüber zu sprechen, haben wir auch in der Hinrunde verloren. Dann sind wir nach Stuttgart gefahren. Und haben da gewonnen. Das Komische ist, also ich habe das Spiel gegen Dortmund im Sauerland geguckt. Da gab es nur Konferenzschaltung in der Kneipe und da waren eigentlich nur Schalke und Dortmund-Fans. Und die halten uns dieses Jahr für viel, viel stärker als wir uns gerade selber. Mhm. Die haben gesagt, ach der FC und Absteigen und Quatsch und die waren doch so gut und die hauen auch wieder noch einen guten weg. Also ich glaube auch, wir sollten einfach mal Mut zeigen und nochmal die richtige Einstellung. Nur hinten einigeln, das ist nicht Überraschungstaktik. Also der FC hat ja noch ein richtig schweres Restprogramm. Das muss man halt immer anführen. Bitte? Haben andere aber auch. Oh, der FC hat schon wirklich gewaltige Brocken auf Vorsicht. Allerdings, da sind ja 4, 5 Mannschaften drin, die überbieten sich momentan an ganz Dummheit. Kurz. Ja? Stuttgart, Hannover, Bremen, Hoffenheim, Berlin, Hamburg und Bochum. Ja, Bochum kommt da wie gelegen. Ja, egal wie viele Punkte wir brauchen, wir werden sie holen. Ja, um Gottes Willen, lass nicht über Bochum reden, wenn man genau. Jeden Tag natürlich um Gott testen will. Also außerdem will der Mattes Scherz ja sein Abschiedsspiel gegen Bochum, hat er sich ja gewünscht. Und das werden wir, okay. Das werden wir nach 10 Jahren noch gönnen. Also ich freue mich auf Hamburg, wenn ich dann den 2-0 Auswärtssieg in Hamburg feiern kann. Ja. Ich werde vor Ort sein. Ja.
Also, und dann ganz im Ernst, Klassenerhalt. Da haben wir mehr abends mit St. Pauli fällt, schön auf der Reeperbahn feiern. Da haben wir mehr Chancen. Das ist dahin schon klar. Also ich wiederhole es nochmal, ich rechne fest mit dem Klassenerhalt, auch weil die Mannschaften halt so schwach sind, momentan wieder unten drin stehen. Der Abstand verringert sich ja nicht. Der FC hat immer noch 9 Punkte, obwohl er gefühlt fast jedes Spiel momentan verliert. Nur ich habe eine ganz große Hoffnung. Wenn der Klassenerhalt geschafft ist, dass man sich dann nicht feiern in den Armen liegt, das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Ja. Dass man dann diese Selbstzufriedenheit einkehrt beim FC, und die Gefahr sehe ich manchmal so. Aus Erfahrungswerten kennst du das auch, denke ich mal. Man muss halt ganz klar sagen, die Saison war halt eine lange, eine gute. Aber jetzt wird sie halt zu einer mäßigen, bis vielleicht sogar einer schlechten mittlerweile. Und wenn sie den Klassenerhalt schaffen, haben sie ihr Ziel erreicht. Ja. Aber darauf auszuruhen, das wäre das Schlimmste, was man machen könnte. Die Frage ist jetzt, welches Ziel wir dann erreicht haben. Also sollten wir dann Platz 9 oder 10 oder 11 erreichen, haben wir das Ziel des Trainers erreicht. Sollten wir darunter sein, haben wir die Erwartungen des Trainers nicht erfüllt. Und dann sind wir halt wieder bei dem Thema, wer ist für die Mannschaft verantwortlich? Der Trainer. Warum schafft der es nicht, sei es jetzt aufgrund der Ausfälle Anta, für mich auch gegen Stuttgart zum Beispiel ein entscheidender Faktor wird sein, wie weit ist Pierre Vomé als Linksverteidiger? Also ich würde, wenn Pierre Vomé nicht spielt, nach dem, was ich als Live-Augenzeuge in Dortmund gesehen habe, so sehr wie ich den McKenna als Menschen auch mag und als Innenverteidiger schätze, würde ich schon auch gegen Stuttgart mit Ehret auf der linken Verteidigerposition spielen. Würde ich da machen, weil McKenna, der hat wenig Bälle gesehen, der hat den Leuten viel Platz gelassen. Das 2:1 zum Beispiel, da wird gar nicht drüber gesprochen, die Flanke von rechts konnte der Kollege Frei ganz locker reinschlagen, weil ein guter Torwart hält den aber auch. McKenna eben weiter, aber da begann er da schon. Der Zweikampf vorher von Vucicic im Mittelfeld, aber dort war einfach McKenna zu spät am Mann und der Frei konnte flanken und dann die Faustabwehr oder war es ein Befreiungsschlag und das Gegentor. Also, warum nicht Vomé? Wenn Vomé noch nicht fit sein sollte, ja, bis zum nächsten Spiel, dann würde ich auf die Maßnahme Ehret als Notlösung linker Verteidiger für das eine Spiel zurückgreifen, weil McKenna hat gezeigt, dass er das einfach nicht ausführen kann. Vomé zu links offensiv dann eigentlich? Jalzi? Ich würde auch den Thomas Broich da wieder mal bringen in dem Moment. Ist noch besser als McKenna wieder hinten. Ja, Broich oder vielleicht kann auch der Sanu. Sanu ist auch flexibel. Ich sage ja nicht, dass Sanu der Fall für das kommende Jahr ist, aber für dieses Spiel suche ich noch eine Lösung, um McKenna nicht wieder links Ich weiß nicht, ob wir jetzt über einzelne Spieler immer so jetzt reden sollten. Sicher. Es geht darum, du brauchst dieser Verein. Und da ist er jetzt ein bisschen auf dem Weg, meiner Meinung nach, braucht eine Philosophie, eine übergeordnete Philosophie. Mit einigen Korsettstangen, um die du herum eine Mannschaft mit Zukunft und Perspektive aufbaust. Und da hast du jetzt ein paar. Du hast halt einen Mohamed, du hast halt einen Jerome Mel, du hast halt einen Poldi, einen Nova. Vielleicht sogar Freis überraschend, vielleicht kann das auch sein, der ist 23 Jahre alt. Ishiyaku, also sieht momentan überhaupt nicht so aus, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber du hast halt so 5, 6 Spieler und um die herum musst du halt eine Mannschaft aufbauen mit Perspektive. Und da geht es nicht darum, 7, 8 Spieler zu verpflichten. Und ich benutze jetzt mal den unschönen Ausdruck, Söldner zu holen, die darfst du auf keinen Fall holen. Du musst halt Spielerpaare holen, die da reinpassen in dieses System. Da geht es dann manchmal. Welches System? Wo ist das Daumensystem? Ja, das ist Daumensystem und diese Saison ist noch kein richtiges System. Aber es liegt halt auch daran, weil der Aufsteiger 1. FC Köln halt nur mal 5 oder 6 Spieler hat, die vielleicht richtig tauglich sind. Du hast jetzt diese Korsettstangen und darum musst du halt schaffen, vielleicht in der nächsten Saison nochmal so 2, 3 Spieler zu holen. Nicht 5, 6, das erwartet ja gar keiner. 2, 3, die da reinpassen. Dann immer so weiter und das halt versuchen, muss halt versuchen. Da bin ich ja bei dir. Ich denke, überlege nur. Jetzt zum Beispiel Mohamed wird von anderen Vereinen begehrt. Hoffenheim wird sich auch für diesen Spieler interessieren. Ja. Also, was wir auch bedenken müssen: so ein Mohamed, so ein Jerome, so ein Petit, so ein Novakovic, wenn die, das ist eine ganz, ganz vorsichtige These, Behauptung, weiß ich jetzt nicht, wenn die irgendwie das Gefühl haben, dass Christoph Daum die Mannschaft an sich nicht weiterentwickeln kann von der Spielanlage heraus. Wann fangen die an nachzudenken oder ein Vertrauen zu verlieren? Also das ist jetzt wirklich, ich bin nur Fan, ich bin außen vor, aber ich habe so dieses Gefühl, dass es Christoph Daum mit dem Material, was er jetzt hat, mit den Menschen, die er jetzt hat, nicht so richtig zu seinem Spielsystem findet. Und ich glaube, wir haben nicht unbedingt schlechtere Mittelfeldspieler als Karlsruhe oder als Bochum, die aber alle Fußballer vorne gepflegt spielen.
So, das ist schon ein Punkt, den man mal raufschauen muss. Aber wo steht Karlsruhe in der Tabelle? Wo steht Bochum in der Tabelle? Von daher, da spiele ich lieber schlechten Fußball und stehe da. Und Karlsruhe kannst du dir ja montags auf dem DSF nächstes Jahr angucken. Steckt der Novakovic nach Karlsruhe, dann werden die jetzt wahrscheinlich drei Plätze über uns, sage ich mal so ganz salopp. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen plakativ, aber ich glaube schon. Ein Ex-FC-Spieler, Frederico. In Karlsruhe super, in Dortmund schlecht, beim FC nie an einen Dirk Lottner vorbei. Ja, aber warum? Der war noch sehr jung und plötzlich sollte dieser junge Spieler das Spiel machen und der war der noch nicht so weit. Der hat ganz Köln plötzlich gesagt, dass er das machen soll. Und er war damals noch nicht so weit. Das ist aber er war damals ein ganz guter Spieler. Oder er hat seine gezeigt, warum der jetzt in Karlsruhe überhaupt nicht da zurechtkommt, keine Ahnung, aber. Aber wo du gerade Karlsruhe sagst, Karlsruhe, denke ich mal, sind wir uns einig, für die wird es ganz schwer. Für die wird es wirklich ganz schwer, da unten rauszukommen. Definitiv, denke ich mal, sind die gut weg.